Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu meinem ersten Newborn Haul. Der ist ganz bunt gemischt. Ich habe in 5 verschiedenen Shops bestellt und ich möchte euch jetzt zeigen, was es so Neues fürs Baby gab. Als erstes 2 Sachen von Verbaudet. Ich liebe Verbaudet ja sehr. Ich habe da ja auch schon ganz, ganz viele Klamotten für Vince bestellt. Und das erste Babyteil ist diese Jacke hier. Und zwar ist die grau mit so ein bisschen hellgelb abgesetzt, hier mit den Punkten. Das finde ich mega süß. Und ich finde, das ist Unisex. Das können sowohl Babymädchen als auch Babyjungs anziehen. Und habe ich genommen die Größe 60. Ich denke, das kann man aber auch relativ zum Anfang gleich mit anziehen. Zur Not kann man hier die Ärmel noch ein bisschen umkrempeln. Und das ist halt alles komplett geschlossen, komplett geknöpft. Wird sich also auch super anziehen über so einen Kurzarm-Wickelbody einfach drüber. Und das ist aus dieser Bio-Collection. Das ist auch das erste Teil, was ich aus dieser Bio-Collection von Verbaudet habe. So sieht es aus. Und dann gab es noch was fürs Bettchen. Und zwar, Moment, hier seht ihr es. Also man erkennt, glaube ich, schon relativ gut, was es ist. Und zwar ist das so ein Netzchen, was man beim Gitterbett halt an die Umrandung legt. Habt ihr ja bei der Roomtour schon gesehen. Und das passt halt so gut in das Wolken- und Sternthema vom Babyzimmer. Und deswegen musste das einfach sein. Und das waren die beiden Artikel von Verbaudet. Die verlinke ich euch natürlich wie alles andere auch unten in der Infobox. Das nächste sind 4 Artikel von der Marke Go Baby Go. Die kannte ich bei Vince noch gar nicht, habe ich jetzt so im Laufe der Zeit erst über Instagram kennengelernt. Und zwar Go Baby Go hat solche tollen, wie soll man es nennen, Strumpfwaren. Strumpfwaren sind das, glaube ich. Einzigartige Produkte für Kinder im Krabbelalter. Also es dauert natürlich noch ein bisschen. Rutschfester Gummibelag an Füßen, Knien und Zehen. Ich finde das richtig, richtig genial, vor allen Dingen an den Knien. Fördert Motorik und Gleichgewicht des Kindes. Stabiler Halt auf allen Oberflächen. Also bei uns ist ja so, dass wir eigentlich nirgendwo mehr Teppich haben. Genau. Und deswegen ist das ganz praktisch. Aus tollem Baumwollstretch hergestellt, der volle Bewegungsfreiheit garantiert. Alle Produkte sind nach dem Ökotex Standard 100 zertifiziert. Wisst ihr Bescheid? Ich verlinke euch Go Baby Go auf jeden Fall unten in der Infobox. Und ich habe hier zum einen diese grauen Kniepads, die man halt über alles drüber ziehen kann. Über andere Strumpfhosen, über Hosen, über einfach alles. Und das finde ich richtig cool. Ich habe alles auch hier in neutralen Farben natürlich gewählt. Dann habe ich hier eine graue Leggings. Und das ist dann halt dann ab alles ab Krabbelalter. Also das ist hier so gerade die Leggings. Das ist jetzt Größe 80, also bis 86, muss ich dann schauen. Dann haben wir hier zum Beispiel Söckchen. Die hier unten und auch auf der Oberseite diese, ich sag mal, Gumminoppen haben. Das ist jetzt Größe 17 bis 19. Und dann habe ich noch diese schöne Krabbelstrumpfhose in Mint. Die halt dann auch an den Knien diese Gumminoppen hat. Und die ist Größe 74, 80. Hier oben seht ihr das dann mal. Moment. Also die hat hier hinten an den Füßen, an der Ferse quasi diese Gumminoppen und hier dann nochmal auf den Knien. Genau, das waren die 4 Produkte von Go Baby Go. Wer mir auf Instagram folgt, der hat die vor vielen, vielen Wochen schon gesehen. Und zwar sind das die tollen Mulltücher von Lessig. Und zwar habe ich hier einen Dreierpack, das ist glaube ich die Größe Large, genau. Ich zeige euch das mal ein bisschen vom Namen noch. Da könnt ihr so ein bisschen noch das Design nehmen. Ich hab, also das ist auch wirklich Unisex in Grau, Weiß und Hellgelb gehalten. Genau. Und das sind halt diese extra großen multifunktionalen Mulltücher. Die braucht man ja für alles Mögliche. Also wirklich, ich habe die immer parat gehabt, wenn es dann ums Bäuerchen machen natürlich ging, um es mir über die Schulter zu legen. Ich hatte in der Wickeltasche eins, ich hatte im Auto, im Kinderwagen, sogar im Bettchen liegen. Bei Vince war es so, durch die Kopfdrehungen hat er sich so Haare abgeschuppert und auch diesen Milchschorf. Und um das nicht gleich auf dem Bettlaken zu haben, hatte ich ihm halt so ein Mulltuch zum Beispiel unter den Kopf gelegt. Und Kinder benutzen das dann auch zum Spielen und alles Mögliche. Also davon kann man nie genug haben. Und die von Lessig haben halt ein mega tolles Design. Und dann
habe ich noch ein zweites Pack, und zwar, das sind jetzt die XL. Das ist ein Zweierpack und die sind schon so ein bisschen mädchenhafter. Ich finde, das Lilane geht auch noch für Jungs. Das Rosane ist dann natürlich schon grenzwertig, aber das kann ich dann immer noch für mich benutzen. Halt für mich über die Schulter zu hängen als Spucktuch zum Beispiel. Und auch sonst bin ich da jetzt, ich sehe das nicht so eng, wenn da so ein Babyjunge, Baby, halt ein rosa Mulltuch hat. Und genau, die sind aus 100% Baumwolle natürlich. Und ich finde, das Design ist halt einfach unschlagbar. Es ist super, super schön. Und ihr werdet die dann natürlich in ganz, ganz vielen Vlogs bei mir dann wiedersehen. Da kann ich euch dann auch zeigen, wo ich die überall zum Einsatz bringe. Als nächstes habe ich vier CDs vom Traumsternorchester. Da hatten wir bei Vince schon zwei CDs. Da hatten wir Michael Jackson und noch einen Interpreten. Die CD ist allerdings schon durch das viele, viele Hören einfach kaputt gegangen. Und ich habe jetzt nochmal vier Stück bestellt. Also das sind quasi modernere Interpreten, die einfach mit einem Orchester für Kinder aufbereitet wurden. Kann man das so sagen? Also es ist kein Text dabei, es ist wirklich nur Melodie. Und ich fand das für mich immer unglaublich entspannt. Also wir haben das bei Vince auch schon in der Schwangerschaft gehört. Und das war auch so die erste Musik, die er gehört hat. Ich halte halt nicht so viel von Spieluhren und solchen Sachen. Ich mag diese CDs viel, viel lieber. Und da haben wir hier jetzt, das Traumsternorchester spielt Hits von Pink, weil ich ja ein großer Pink-Fan bin. Dann haben wir Adele. Ja, ich liebe Adele. Dann haben wir auch noch Rihanna und wir haben Bruce Springsteen, weil der auch ein paar sehr, sehr tolle Hits gemacht hat. Und auch die vier CDs verlinke ich euch unten in der Infobox. Und dann habe ich noch etwas von der Wanda. Das kannte ich bei Vince auch überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Und zwar ist es so ein Spielball, der halt aus Stoff ist. Der rasselt auch. Und es sind zwei verschiedene Stoffarten, regt also auch da wieder das Kind natürlich ein bisschen an. Die sind ab 10 Monaten die Stoffbälle, vorher können sie die ja auch noch nicht halten. Und die sind halt so schön weich und gepolstert, dass da nichts passieren kann, wenn das Kind auch mal drauf fällt oder so. Bei Vince hatten wir, also seit er greifen konnte, hat er mit Bällen gespielt. Zuerst natürlich mit diesen, wo man halt wirklich reingreifen kann und dann später auch mit anderen. Und da hatten wir aber nie so schöne Stoffbälle. Also es gibt halt welche von IKEA. Die sind aber halt sehr, 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 sehr weich und der ist halt schon so ein bisschen härter, so ein bisschen fester, nicht hart fest. Trotzdem noch sehr, sehr weich. Das ist ein sehr, sehr schönes Material, ist sehr schön kuschelig. Und dazu passend auch noch eine Schnullertasche. Auch hier natürlich in einem Unisex-Design. Und ich finde das richtig schön, weil es halt so viele Sinne einfach anregt. Es rasselt natürlich, es hat was mit Motorik zu tun, vom Anfassen, aber auch vom Fühlen und dann einfach so erstes Spielen, also sich den Ball zu rollen. Zum Beispiel, wenn das Baby dann sitzen kann, kann ich mir das sehr schön vorstellen, dass er sich dann mit Vince den Ball halt einfach hin und her rollt oder so und einfach auch so ein bisschen zum Ausprobieren, zum Entdecken. Und dadurch, dass es so schön weich ist, muss man sich da auch überhaupt keine Sorgen machen, wenn der Ball irgendwo dagegen rollt, dagegen fällt, drauf fällt, das Kind drauf fällt. Also hier kann wirklich gar nichts passieren. Und auch den, das habe ich aus einem Davanda Shop, der heißt Mama Shock. Und den verlinke ich euch natürlich samt Produkten auch unten in der Infobox. Ich hoffe, mein kleiner Mischmasch Newborn Haul hat euch gefallen. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!